Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exile Isle of Zipter Guide. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, was Flurschreine sind und wie sie dir helfen können, stärkere Begleiter im Spiel zu erhalten. Mit der Erweiterung Isle of Zipter hat Funcom manch Altgewohntes umgestellt. Im Gegensatz zu den verbannten Landen, The Exile's Land, findest du auf der Insel Zipter nicht ein einziges Begleiterlager, das du überfallen und wo du Begleiter ausnocken könntest. Stattdessen hat Funcom zwei neue Mechaniken in das Spiel eingeführt. Für niedrigstufige Begleiter steht die Mechanik die wilde Flut zur Verfügung. Für höherstufige Begleiter gibt es für Spieler im High-Level-Bereich die sogenannten Flurschreine, mit denen du diese begehrten Begleiter ergattern kannst. Doch hier ist extrem viel Vorsicht geboten. Solltest du auf einem öffentlichen Server spielen oder auf einem eigenen Server gegen Freunde und Bekannte, sei gewarnt. Andere Spieler können die Früchte deiner Arbeit ernten und dir die Begleiter vor der Nase wegschnappen, wenn sie denn bereits ausgenockt wurden. Die wilde Flut manifestiert sich durch einen wirbelnden Äther über dem Schwarzen Turm. Von Zeit zu Zeit schieben sich Tentakel aus dem Schlund hervor und der längste von ihnen entfesselt an unterschiedlichen Stellen auf der Karte kleinere Stürme. Diese werden auf der Karte mit diesem Symbol angezeigt. Das heißt, überall, wo ihr dieses Symbol auf eurer Karte seht, ist ein kleiner Sturm von der wilden Flut aktiv und dort findet ihr niedrigstufige Begleiter. Diese Thralls fallen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem heiteren Himmel und attackieren alles, was in ihre Nähe kommt. Egal, ob ihr es als Spieler seid oder ob es die lebende Flora und Fauna auf der Insel selbst ist. Das bedeutet, wenn diese Thralls in der Nähe eines starken Gegners niederkommen, kann es durchaus passieren, dass eben dieser Gegner diese Thralls ganz schnell aus den Socken haut. Euch direkt mit, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Doch wie du höherstufige Thralls erhalten kannst, dafür benötigst du die sogenannten Flurschreine. Wie die funktionieren, zeige ich dir jetzt. Insgesamt gibt es drei aktive Flurschreine auf der Karte von Conan Exiles. Diese wären einmal hier im nordöstlichen Bereich der Flurschrein der Schlange. Der zweite wäre der Flurschrein der Vogelmenschen im nordwestlichen Teil. Und der dritte befindet sich hier im westlichen Teil der Flurschrein des Dämons. Es gibt auch noch weitere Flurschreine, zum Beispiel der Flurschrein des Goblinoiden, der Flurschrein des Ertrunkenen und der Flurschrein der Teufel. Diese drei sind allerdings, zumindest im aktuellen Status, zerstört und können nicht verwendet werden. Die aktiven Flurschreine haben zwei aktive Modi, in denen sie sich befinden können. Die sind abhängig davon, was gerade auf der Insel für ein Zustand herrscht. Und nur solange diese wilde Flut aktiv ist, sind diese Flurschreine aktiv. Sind sie nicht aktiv und es wirbelt hier der Mahlstrom, der rote Mahlstrom um den Sturm herum, sind diese Flurschreine im sogenannten Schlummermodus. In diesem Schlummermodus können sie nicht verwendet werden. Bevor ihr einen Flurschrein aktiviert, also Thralls von den verbannten Landen hierhin nach Zipter holt, ist es wichtig, dass ihr euch hier an den Flurernter stellt und dort verwittertes Altarium reinlegt. Das hat den Effekt, sobald hier die Thralls aus dem Nichts erschienen sind, sie fallen sprichwörtlich erneut vom Himmel, könnt ihr hier diesen Hebel umlegen und einen Blitz generieren, der die Thralls ausnockt. Dadurch erspart ihr es euch, mit einem Knüppel von Thrall zu Thrall zu rennen, um sie auszunocken. Aber Vorsicht!
Andere Spieler können das natürlich genauso machen, während ihr am Kämpfen seid. Weil es werden in der Regel 3 bis 5 Gegner spawnen, die den dementsprechend stark sind. Dieser Bereich ist ja für den Endlevel-Bereich. So, und ihr werdet dementsprechend auch kämpfen müssen. Also, bedenkt, ihr benötigt verwittertes Altarium, legt es in den Flurernter, aktiviert hier diesen Hebel und schon werden zufällige Thralls ausgenockt. Dies funktioniert allerdings nicht für alle Thralls, die dort sind. Kommen wir zum wichtigsten Aspekt, die diese Flurschreine ausmachen. Und das ist hier dieser Bereich. Aber vorneweg erstmal hier an diese Stele sich stellen. Und schon lernen wir die Forschungsbank als auch die älteren Konstruktionen. Gerade die älteren Konstruktionen sind, wie gesagt, wir haben 2 Fertigkeiten erhalten. Einmal die Forschungsbank und die älteren Konstruktionen. Die Forschungsbank finden wir fürderhin in unserem Handwerksbereich. Dort ist sie, die Forschungsbank. Um sie herzustellen, benötigen wir 30 mal isoliertes Holz, 38 mal gehärteter Ziegel und 20 mal Altarium. Diese Werkbank dient dazu, um Rezepte zu erlernen bzw. zu erforschen. Aber das ist jetzt hier in dem Video nicht wichtig. Wichtig ist, was wir sonst noch gelernt haben. Und das sind die älteren Konstruktionen. Stellen wir uns mal hier an die Fokusaltar-Basis, sehen wir, dass hier nichts ist, außer dieses schimmernde Etwas. Klicken wir da drauf, sehen wir, dass wir verschiedene Fokusaltäre herstellen können. Fokusaltar des Nordens, des Nordostens, des Ostens, des Südens, des Westens und des Zentrums. Je nachdem, welchen Fokusaltar wir kreieren, wird auf die verbannten Lande zugegriffen. Das bedeutet, wir müssen einen dieser Altäre herstellen, um Thralls aus den verbannten Landen hierhin zu teleportieren. Eine andere Möglichkeit gibt es aktuell nicht. Schauen wir mal, gucken wir uns einfach mal den Fokusaltar des Zentrums an. Wir sehen Fokusaltar des Zentrums, ein Altar, der für die Macht des Fragezeichens fokussiert und eine Flut aus dem Äther entfesselt. Benötigt 50 mal verwittertes Altarium. Legen wir das einfach mal hier rein, klicken den an und stellen diesen Altar her. Die Herstellungswarteschlange geht relativ schnell. Sobald das ist, ist dieser Altar hier direkt aufgebaut. Fokusaltar des Zentrums. Und jetzt kriegen wir es auch angezeigt, wir benötigen einen Fokusaltar und wir benötigen diese Essenzen. Es gibt 3 unterschiedliche Essenzen. Einmal die niedere Fragezeichen, ich nenne die Fragezeichen jetzt einfach mal Essenzen, die instabile Essenz und die mächtige Essenz. Diese bekommt ihr, indem ihr im Mahlstrom Gegner tötet. Umso stärker der Gegner von der Stufe her, umso mächtiger, er sagt, umso stärker wird die Essenz. Normale Gegner, also ohne einen Totenkopf in der Lebensleiste, droppen häufig niedere Essenzen, aber auch ab und zu instabile Essenzen. Gegner mit einem Totenkopf in der Lebensanzeige droppen instabile Essenzen. Mächtige Gegner, wie zum Beispiel Bossgegner, das sind die, die mit den 3 Totenschädeln in der Lebensanzeige, droppen dagegen mächtige Essenzen. Ganz wichtig, es ist immer eine Interaktion. Ihr müsst also definitiv in den Mahlstrom und dort Gegner farmen. Legen wir den einfach mal rein. So, schon wird hergestellt. Wir hatten 4 Stück. Und 4 mal wirbelndes Chaos wird produziert. Wir können diesen wirbelnden Chaos nicht in unser Inventar ziehen. Gucken wir mal, wie viel ein Instabiler herstellt. Aufteilen. Legen wir direkt mal rein. So, ein Instabiler produziert 2 mal wirbelndes Chaos. Direkt rein damit. Gucken wir mal, was der Mächtige kann. So, ein Mächtiger, jetzt haben wir 20,
Ein Mächtiger produziert 50 mal wirbelndes Chaos. Es lohnt sich also definitiv, die Mächtigen zu beschaffen, aber das ist ein Heidenaufwand. Dieser wirbelnde Chaos wird benötigt, um diesen Altar hier zu aktivieren. Ihr seht das hier an dieser Linie, die sich langsam, aber sicher dadurch auffüllt. Das bedeutet, wir benötigen diesen wirbelnden Chaos, um den Altar zu aktivieren. Ihr seht, schon geht es weiter und es füllt sich langsam, aber sicher auf. So, die letzte Stufe kommt langsam, aber sicher hinzu. Wichtig ist, dass ihr insgesamt ungefähr bis zu 1000 Mal wirbelnden Chaos haben solltet. Sobald die Tausender-Grenze überschritten ist, verändert sich hier die Farbe. Umso stärker die Farbe sich verändert, umso stärker werden die Thralls. Es ist also dementsprechend jede Menge Arbeit. Ihr seht, jetzt habe ich 1020 drin und es ist glutrot geworden. So, somit ist dieser Altar aktiv. Die Flut entfesseln. Sehr schön. So, das Tentakel zeigt auf uns. Die mächtigste aller Fluten beschwört. Der Reisefortschritt ist freigeschaltet. Die Thralls fallen, wie gesagt, aus dem sprichwörtlichen Nichts. Und dort stehen sie schon, wissen nicht, was mit ihnen los ist. Und jetzt ist es euch überlassen, wie ihr verfahrt. Wollt ihr sie per Hand ausnocken? Wollt ihr den Schalter nutzen? Oder wollt ihr alle töten, weil diese Menschen für euch nützliche Rezepte dabei haben könnt? Das ist natürlich komplett euch überlassen. Im Moment bin ich getarnt und auch im Gott-Modus. Ich bin ja natürlich gerade im Singleplayer-Bereich, um es euch zu präsentieren. Ist es relativ einfach. Die Thralls bewegen sich nur sehr gemächlich. Ihr habt also genug Zeit, diese Thralls wegzulocken, den Hebel umzulegen. Daraufhin wird dieser Bereich aktiv und ihr seht, sie werden ausgenockt. Aber immer nur maximal 2 Stück. Probieren wir es nochmal. Gucken. Keine möglichen Leibeigenen gefunden. Es ist also zufallsbedingt, welche Thrall ausgenockt werden und welche nicht. Die anderen könnt ihr per Hand ausnocken, also mit einer Keule, oder ihr könnt sie töten. Gucken, hat er was dabei? Ja. So habt ihr auch die Möglichkeit, unter anderem an Welpen bzw. an Brut zu kommen, je nachdem, welcher Fraktion die Thralls angehören. Die Fraktionen sind übrigens zufallsbedingt. Aber das hängt, wie gesagt, auch mit dem Altar zusammen, den ich zum Anfang, er gesagt in der Mitte des Videos, bereits präsentiert habe. So, und jetzt schlägt es gerade um von der wilden Flut in den Mahlstrom. Hier wird sich gleich der rote Mahlstrom auf der Karte herausbilden, aber noch ist es am Umswitchen. Gut, Freunde, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Denkt bitte daran, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist natürlich noch im Early Access. Das heißt, es ist noch in einer Art Testphase. Die Mechanik kann sich im Laufe der nächsten Monate bis zum Release, aber auch noch nach dem Release, natürlich noch verändern. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, die Folge war hilfreich für euch gewesen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo da lasst, falls noch nicht geschehen, und die kleine Erinnerungsglocke neben dem Abo-Button mit aktiviert. Dadurch erfahrt ihr, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe oder aber auch einen Livestream starte, hier auf YouTube. Ebenso einen Kommentar wie auch ein Like runden das Bild natürlich ab. Und jetzt haltet die Ohren steif, macht es gut, bis später denn. Ciao, ciao.